that's in that way. That's where it lands the burn. Thank you.
Also,
Leute in den Kurven, Autos zusammenbremsen. Also ich muss sagen, wenn ich zweimal im Jahr unser Auto bewege, wir fahren 10 Runden mit 80 Stunden. Da ist noch gesprochen, kurz vom Qualifying, der sagte, wir können gar nicht mehr arbeiten, wenn so viele Zuschauer in der Boxengasse sind. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Boxengasse freikriegen, weil vor unseren Boxen, in den Boxen, da ist er dermaßen eine Andrang. Also die 25.000, die hier erlaubt sind, von denen massiert sich etwa 23.000 offensichtlich gerade vor den Boxen der Gruppe C. Die Autos, die Füße des Fahrers haben, die sind nicht hinter der Vorderhand. Also musste der Radstand dann gestreckt werden. Und die 96. Hat er erstmal eine normale Berufskarriere angefangen, hat studiert, ist mittlerweile Geschäftsführer bei einer Logistikfirma, die auch mit der Kreis, der in Gebhardt C2 jetzt sitzt, in 0,4 Sekunden Vorsprung auf Marco Werner und dann auf Michael Lyons. Aber Marco Werner macht erneut mit diesem Auto da mitten rein. Der legendäre Motorenkonstrukteur aus Ruhr in der Schweiz, der den Indy-Fahrer aus der Nähe von Dortmund mittlerweile am Bodensee beheimatet. Gerade von einer Corona-Infektion genesen. Ja, er ist eine Gruppe, die sich festgestellt, dass er husten muss und röcheln muss und hat einen Corona-Test gemacht und hat gesagt, gut, dass ich nicht gekommen bin, denn ich hätte euch alle angesteckt. Was ich sehr positiv finde, obwohl nur 9 Autos am Start sind, aber dass die sehr stoppfest sind. Position Michael Herich, 2 Plätze vor ihm auf Rang 7. Genau wie auch das hier. Man hat da eigentlich Formelsport-Bauweise quasi kopiert. Das Ding ist unglaublich lang, wenn man sich den mal nackt anguckt, quasi ohne Motorhaube. Der hat einen Diffusor, der steigt, den Einschlag zu vermeiden. Aber warum ist das Rad da abgeklappt? Ich habe erst. Radträger, ich denke, es hat sich kein Rad gelöst. Es ist irgendwas Radträger oder so. Vielleicht sehen wir nochmal die Wiederholung. Wir haben gestern sehr viel zu schrauben gehabt, weil. Getriebe raus und hat sogar vorbereitet, eine quasi Luftbrücke, um ein neues Getriebe aus England einfliegen zu lassen. Und hat sie dann gesagt, okay, ich Sachen auszuschließen. Das ist also tatsächlich so eine Art TÜV-Abnahme, die gemacht werden muss, bevor du das Auto zugelassen bekommst. Es gibt eine Firma in der Nähe von Frankfurt, die Röntgenaufnahmen machen kann im eingebauten Zustand. Das Ding nicht auseinander. 9000 Dreh, permanent. Da ist er schon, Michael Lyons auf der ersten Runde. Also, der hat mit Sicherheit nochmal nachgeladen, sei es jetzt nur bei anderen Reifen Luft drücken oder sei es in der Tat zu sagen, lass mal kurz diesen Drehzahlbegrenzer, den Drehzahlbegrenzer sein, den lieben Gott, einen guten Mann und einmal geben mit ihm jetzt. Gut. Weil die Revisionen, die sind sehr, sehr aufwendig und kostspielig. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das Auto im Bild kommt, wie vorne links das Rad aussieht. Jedenfalls Michael Lyons, der neue Spitzenreiter vor Alex Müller und dann Marco Werner, der hier mit dem abgeknickten Vorderrad. Ja. Er hat buchstäblich ein Rad ab. Ja. Man springt ja mit diesen Autos wie ein Flummi übers Kiesbett, über die kleinen Wellen, die da eingebaut sind. Aber das ist Radträger. Ja. Radträger gebrochen. Weil Rad ist ja dran. Das ist hier mal ein kann das eine Curbs-Ruppelei viel Glück gehabt. Kann das eine Curbs-Ruppelei gewesen sein? Der neue Viertplatzierte, Lars-Erik Nielsen auf der 5, Erich Rickenbacher auf der 6, Lars-Erik Nielsen, Michael Lyons.
2, sondern auch mit seinem Britec-Team in der Gold, in der Black and Gold Collection von Lotus, wo er unterwegs ist. Ja, hier mittlerweile in den ursprünglichen Zustand, mit dem Michael Lyons es jetzt hier bewegt. Tony Sinclair unterwegs, der kommt auch gleich wieder bei Start vorbei. Jetzt Marco Werner und Tony Sinclair hinter Michael Lyons und die Wandverkühlterin mit Alexander Müller. Thank you.